Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Boy! So, wir haben ja in der letzten Runde alle möglichen Challenges geschafft. By the Boy. Also Isaac was good today können wir erst machen, wenn wir den Satan standardmäßig immer bekommen. Wir haben schon eigentlich relativ viele Items gefunden und ich würde mal sagen, dann fangen wir gleich mal an und ich hatte irgendwie Lust auf einen meiner Lieblingscharaktere und zwar Kane. Lucky Foot einfach OP. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an und bekommen gleich mal einen richtig ekligen Raum. Weil die Spinnen kommen da nicht raus, aber die können sich auch durch diese Ecke durchbuggen. Na? Und direkt mal eine Bombe. Nice. Yay, spektrale Tränen. Och nö. Och nö. Jetzt werde ich wieder Äonen brauchen, um das Feuer auszuschießen. Ich meine, man hat es ja im Trailer gesehen. Muss ich nichts zu sagen, ne? So. Komm schon. Verdammt, meine Reichweite. Komm schon. Also ist es wirklich schwierig mit den Spektraltränen irgendwas, so wie TNT, hochgehen zu lassen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. So früh schon? Das ist richtig geil. Jetzt müssen wir nur noch die Haube finden. Also das ist echt fies als erster Boss. Ich finde den echt anstrengend. Vor allem, hallo? Direkt mal hier eine fette Fliege gespawnt. Das ist ja richtig gemein. Alter. Ist gut, Junge. Komm schon. Oh Mann. So steht schon. You won't hit me, my friend. I'm stronger than you. Meine Reaktion ist unheimlich stark. Ich werde jetzt einfach so einen richtig geilen Run hinlegen, ohne Damage zu bekommen. Klappt schon mal nicht schlecht. Also, ich würde gerne den Secret Room finden, aber mit einer Bombe werde ich jetzt nicht anfangen hier, wenn es nicht relativ eindeutig ist, da irgendwas wegzubomben. So, Money, get Money. Ja, Fliegen sind eigentlich ganz angenehm. Sind nämlich voll easy. Also was ich jetzt eigentlich möchte, ist am Anfang immer einen Raum... Ach, ich kann ja durch den Stein durchschießen. Ich möchte immer Räume finden, wo Gegner drin sind. Also nicht diese zwei Kackhaufen und sonst nichts Räume. Was? Was? Willst du mich natzen? Will, Alter. Wie assi ist das denn? Ich darf mich nur nicht sehen lassen. Nede. Nein. Oh Mann. Ich glaube, das war's schon mit dem Run. Also ich meine, ich habe relativ guten Movement Speed, aber ich komme mir so gar nicht an den ran. Oh Mann! Alter! Das ist der schwerste Bossfight, den ich jemals hatte. Alter! Hallo! Wie gemein sind Trollbomben? Also Standard-Trollbomben. Ich muss einfach relativ nah an ihm dranbleiben.
Und dann kriege ich nicht mal was dafür. Hallo? Was ist denn falsch mit euch? Und ich habe ein Seelenherz verloren. Mann. Gut. Sei's drum. Ich bin Kane, alles wird gut. So. Also eigentlich warte ich nur darauf, dass Marco und Matthias auftauchen. Aber da ich glaube, dass wir nicht um 10 direkt starten werden, wenn ich eh schon hier sitze, ne? Runde Isaac geht immer. Yay, ein Soul Heart. Und ich krieg den Kackhaufen nicht kaputt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm. Nice. Ich habe 3 Bomben. Das wird jetzt spannend. Aber es geht relativ gut. Ich weiß gar nicht, was letztes Mal los war. War, glaube ich, die erste Aufnahme. So, meine Freunde. Schon wieder so ein Bücherraum. Okay. Also. Ich werde mich jetzt da reinbomben. Als allererstes. Okay, damit fange ich nichts an. Aber damit fange ich was an. Komm schon. Richtig, richtig gute. Ich will keine 10 Bomben. Hallo? Was will ich mit 10 Bomben? Ich brauche Money. Ich will gar nicht in den Bücherraum, weil ich habe schon mein Book of Relevations. Da kann nichts Gutes drin sein, meine Freunde. Oh Mann. Naja, wenigstens ein Easy Boss, oder? Was kackt denn der so? Mega Riesenfliegen? Also ich brauche wirklich Stats up. Ich brauche Damage. Ich brauche Range. Ich brauche Attack Speed. Ich freue mich schon, wenn wir den D6 freigeschaltet haben mit Isaac, weil... Also normalerweise spiele ich am liebsten Kane, weil Kane ist einfach OP. Also Luck ist einfach mächtig. Aber wenn man den D6 hat, dann ist... Also man gradet irgendwann sozusagen unseren Basic Isaac ab und dann wird's richtig geil. Hallo! Wow! Stirb, du Scheiß-Boss. Komm schon. Kein Damage kriegen. Hier, ich will so einen richtig geilen Run. Also ich habe ja schon einen Soul Heart Damage bekommen, aber ich will keinen roten Herzschaden kriegen. Das ist das Ziel für ein Angel Room. Devil Room. Naja. Oh. Da haben wir einmal die 7 Sünden. Finde ich jetzt selber nicht so geil. Da spawnt man dann irgendwelche Items, sowas wie ein Seelenherz oder sowas. Das andere ist die Demon Wings. Finde ich jetzt auch nicht so toll. Also dafür will ich jetzt nicht hier 2 Herzen opfern. 7 Sins ist halt so, du kriegst ein Herz, einen Schlüssel, eine Münze, eine Bombe, eine Pille, eine Tarotkarte. Eine Tarotkarte. Och nee, nicht sowas, bitte. Fuck! Fuck, 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 fuck! Oh Mann. So spät schon. Hallo.
Komm schon. Komm schon. Nein, ich will den nicht kaputt hauen, ich will den sprengen. Sehr gut. Ah. Oh, Damage. Damage. Time to treasure. Nee, heute ist echt. Wow! Wow! Ich weiß, woher rein, ihr könnt auslasten. Schon zwei Seelenherzen Damage bekommen. Och, nö. Kommt hier so hinter den Stein. Bitches. Für was habe ich die spektralen Tränen? Wie viel die aushalten? Komm her. Komm her. Komm her. Hier. Spasti. Komm rüber. Brav. Komm her. Och, nicht raus. Komm, komm her. Komm her. Komm her zu mir. Ja, genau so. Okay. Lass herkommen. Ah. Okay. Komm her. Komm her. Komm schon. Komm. Komm her. Ich brauche mein Geld noch. Gut gemacht, Lennart. Ich bin stolz auf dich. Nee, bitte nicht. Also bei denen ist es eigentlich relativ einfach, wenn man in angemessenem Abstand direkt in der Mitte steht. Ja, mehr Bomben bitte. Davon haben wir so wenig. Nein, 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 nein. Geh weg. Geh weg, geh weg. Okay, den Sieg. Uah. Oh mein Gott, ich brauch Damage ab. Lol. Lol. Wir haben den super Schlüssel gefunden. Und zwar für diese Ebene macht er mir alles auf. Also wenn ich dann runtergehe, ist er weg. Hallo? Jetzt ist schon mal gut hier, Leute. Also für diese, der hält nur für eine Ebene, aber damit kann ich dann alle Truhen öffnen. Nein, Mann. Okay, wir brauchen unbedingt diese Mom's Purse. 4 Pillen mit Kane, OPS, fuck. Hallo? Ich will das Feuer ausmachen. So. Okay. Okay. Dann müssen wir wohl eine Bombe opfern. Hä? Och Mann. Gut, dann wird erstmal gefightet. 1 Cent. Ah. Gegner, die schießen. Ganz gemein. Oh Mann, so spät schon. Also ich wäre dafür, dass ein Fighting Room, ein Item, ein Activate-Item. Oh, ey. Fuck. Um 3 Punkte auflädt. Hallo, das ist ja hier wie ein Bossfight, so viel Fliegen wie hier spawnen. Okay, ich krieg das hin. Zu viele Fliegen, Mann! Was ist denn falsch? Warum, was ist los? Oh Mann. Komm schon. Ich werde gerade etwas aggressiv. Das kriege ich wieder, diese Kack-Skulls. Oh Mann. Komm. Komm schon.
Yay, missing page. Also nochmal zur Erklärung, wir haben eine 20. Chance, 40 Schaden zum ganzen, an den ganzen Raum zu verteilen. Das ist wie diese Death-Karte, die wir hier haben. Wenn wir Schaden bekommen. Genau. Oh mein Gott. Alter. Lennart, ruhig bleiben. Ganz ruhig. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Gar nichts wird gut. Mir fehlt Geld. Und, Alter, warum laufe ich im Feuer rein? Okay, ich muss in diesen einen Raum da unten. Und da wird ganz bestimmt mein 3 Cent sein. Ich will diese Scheiße kaufen. Ich. Mann! Warte mal, der sagt, hier oben ist eine Bombe. Ah ja, das ist die, die wir nicht brauchen. Voll Kacke. Da ist 1 Cent, aber in den kommen wir sowieso nicht ran. Nein! Nein! Also manchmal ist diese verkürzte Reichweite ja echt schlimm. Komm hier, ich hab keinen Bock auf so eine Scheiße. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die KI wurde irgendwie gebufft. Oder ich bin einfach schlechter geworden über Nacht. Hallo, so viel grüner Sa... Beruhig dich doch mal. Spawn halt gleich 50 Fliegen. Aggression! Oh mein Gott, ich werde nachher bei LOL noch viel aggressiver. Ich bin schon geladen. Oh Mann. Komm schon. Du scheiß Boss, Mann. Ich brauch unbedingt diesen Kack kaufen. Und er droppt keinen Cent. Komm schon. Ich brauch diese Krone. Ach nee. Mann, das war ja klar, dass es. Oh Mann. Oh Mann.